Guten Morgen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch jetzt Kaffee, Tee, heiße Schokolade oder was auch immer geholt. Wir machen hier jetzt weiter mit dem Fanfiction-Wettbewerb. Wir haben ja bei der Online-Konichi super viele Wettbewerbe gemacht, schon im Vorhinein. Und der Fanfiction-Wettbewerb stammt so ein bisschen aus meiner Feder. Ja, weil wir haben so viele kreative Menschen in der Szene, die zeichnen, die machen Fotos, die schreiben. Wir wollen einfach jedem die Chance geben, sich zu präsentieren. Das Thema des Fanfic-Wettbewerbs war ein Tag auf der Konichi aus der Sicht eures Lieblingscharakters. Wir sind da ein bisschen freier gewesen. Es konnte ein alternatives Universum sein. Das haben auch die meisten dann genutzt, denn die Konichi gibt es ja nicht in den Anime. Und wir hatten tatsächlich 14 Einsendungen. Und über jede Einsendung haben wir uns super, super gefreut. Wir haben die alle gelesen, manchmal mit Tränen in den Augen, denn die waren super emotional. Wir haben ein Bewertungskriterium gehabt, da ging es darum, der Bezug zur Konichi, und den haben alle zu 100% erfüllt oder zu 1000%, wenn ich das sagen kann. Also wirklich, wenn ihr die Con vermisst, so wie wir, lest die Fanfictions, lest sie über das ganze Jahr, denn sie sind online auf unserer Webseite, ihr könnt die alle lesen, also nicht nur die Gewinner, ja, es gibt zwei Gewinner. Ja, nostalgisch war es nicht nur wegen den Gefühlen, die aufkamen, weil man sich so fühlte, als würde man neben Sasuke im Gartensaal stehen oder neben Sailor Moon in der großen Bühne. Also es war schon. Wow, da ist ein Tränchen geflossen. Klassisch war es aber auch. Wir haben tatsächlich viele Nostalgie-Anime oder Spiele dabei gehabt. Zum Beispiel aus Final Fantasy VII, Naruto, Inuyasha, Sailor Moon, Conan, One Piece. Aber auch ein paar neuere. Aber wirklich, Fanfiction-Schreiber lieben scheinbar die klassischen Anime. Da könnt ihr im Chat vielleicht ein bisschen drüber reden. Genau. Wie gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen schauen, bevor ich die beiden Gewinner bekannt gebe. Die wissen das nämlich noch nicht. Möchte ich natürlich unseren Sponsoren danken für die Preise. Und zwar sind die Sponsoren Kassel Marketing, Manga Mafia, Sammlerecke, Peppermint Anime, Leonine Anime, Nintendo, Egmont Manga, Loose Design, Production IG mit freundlichen Grüßen von unserem Ehrengast Taku Kishimoto von 2019. Genau. Die Preise seht ihr? Ja, ihr seht sie. Genau. Wir haben hier ein Paket. Das ist einmal ein Nekomimi-Plüschtier, die Kakashi-Figur, ein Free-Kalender und der erste Band von Voltron. Ach so, jetzt ist die Kamera da. Perfekt. Und der zweite Platz, also der zweite erste Platz, ist auch ein Nekomimi-Plüschtier, Ghost in the Shell, The New Movie und A Silent Voice. Und außerdem gibt es für beide Gewinner einen Gutschein, eine Eintrittskarte für die Grimmwelt in Kassel. Seht ihr das? Perfekt, weil wir haben gedacht, kreativer Preis für kreativen Wettbewerb. So, die Gewinner-Fanfictions werden wir im Stream vorlesen. Das haben wir vorher abgesprochen, da freue ich mich auch mega drauf. Das wurde schon vorab aufgenommen, das ist also nicht live. Wir wissen, der Ton ist ein bisschen leise. Das heißt, ihr müsst einfach den Regler hochdrehen. Wir können da nichts mehr dran ändern. Wir haben es schon ein bisschen versucht. Aber bevor wir das starten, nenne ich die Gewinner. Jetzt möchte ich einen Trommelwirbel im Chat haben. Und zwar, der erste Gewinner ist das verheißene Land von Final Fantasy VII von Maru. Und Sasuke oder Sasuke Uchihas kurzer Einblick von der Konichi 2009 von Rio. Wir melden uns bei euch dann noch per E-Mail wegen den Preisen. Und ich würde sagen, Videos ab. Anders als in Midgar sahen diese jedoch überhaupt nicht die Das verheißene Land. Vor Clouds Augen baute sich ein riesiges Gebäude auf, das er noch nie gesehen hatte. Leise kam sein Motorrad zum Stehen. Kongresspalais, Stadthalle Kassel? Murmelte er.
Eigentlich hatte er sich gerade eben noch mit seinen Freunden auf einem Highway in Midgar befunden. Als nächstes hatten sie vorgehabt, nach Kalm, einer kleinen Stadt nördlich von Midgar, zu reisen. Kalm. Nicht Kalm. War das hier überhaupt noch Gaia? Entnervt schob Cloud sein Motorrad an die Seite und ging auf das Gebäude zu. Einige Flaggen wehten im Wind. Auf ihnen war ein merkwürdiger gelber Vogel abgebildet, der zumindest entfernt Ähnlichkeit mit einem Schokoboküken hatte. Je näher Cloud dem Gebäude kam, desto mehr Menschen tauchten vor ihm auf. Anders als in Midgar sahen diese jedoch überhaupt nicht wie Zivilisten aus. Ihre Haare strahlten in bunten Farben und auch ihre Kleidung war sogar um einiges auffälliger als alles, was die Mitglieder von Avalanche getragen hatten. Cloud hätte sogar schwören können, dass die bunte Meute mehr auffiel als er, obwohl er ein riesiges Schwert auf dem Rücken trug und auch seine Frisur nicht minder auffällig war. Er ging um das Gebäude herum und hörte immer wieder kreischen und bewundernde Rufe neben sich. »Cooles Cosplay«, riefen sie. Was immer das sein mochte, Cloud kümmerte sich nicht darum, denn er musste seine Freunde wiederfinden. Hinter dem Gebäude befand sich ein kleiner Park, in dem sich noch mehr bunte Gestalten tummeln. Dann sah er plötzlich ein bekanntes Gesicht nahe einem Blumenbeet. »Aerith!« Sie trat zu ihm und winkte ihm fröhlich zu. Er lief zu ihr, doch bevor er sie erreichen konnte, tauchte jemand hinter ihr auf. Mit einem breiten Grinsen erhob sich Sephiroth aus dem Blumenmeer. Er sah verändert aus und wirkte kleiner, als Cloud ihn in Erinnerung hatte. Vielleicht sogar irgendwie weiblicher, doch es war definitiv Sephiroth. Er hob sein Schwert und zielte damit auf Aerith. Cloud zog sein eigenes Schwert, bereit, sich dem Kampf zu stellen. Im nächsten Moment spürte er eine Hand auf seiner Schulter. »Hey, warst du mit dem Ding da beim Waffencheck?« Cloud fuhr herum. Noch bevor er sich losreißen konnte, erklang eine weitere Stimme vor ihm. »Raus aus den Blumenbeeten! Immer dasselbe mit den Cosplayern!« schimpfte jemand in einem bunten T-Shirt auf dem derselbe Vogel abgebildet war wie auf den Flaggen vor dem Gebäude. Murrend verließ der merkwürdige Sephiroth das Blumenbeet. Er ließ seine Waffe sinken und trat beiseite. Sein Blick traf schließlich den von Aerith. Sie lächelte, winkte Cloud zu und verschwand schließlich fröhlich plaudernd mit Sephiroth, als sei nichts gewesen. Cloud verstand die Welt nicht mehr. »Und? Warst du damit jetzt beim Waffencheck oder nicht? Ich sehe hier kein Bändchen«, wiederholte der Mann, der Cloud festhielt. »Waffencheck?«, brachte Cloud hervor. Die Ereignisse um ihn herum waren so verwirrend, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte. Seufzend ließ er den Mann los. »Folg mir einfach, ich bring dich hin. Wir haben hier Regeln. Du kannst nicht einfach so damit rumfuchteln. Verletzungsgefahr und so, du verstehst schon.« Cloud verstand kein bisschen, nickte aber dennoch. Erst jetzt fiel ihm auf, dass auch der Mann in eines der bunten T-Shirts gehüllt war. Konichi stand in großen Lettern darauf. Der Waffencheck war mehr eine Art missgünstiger Händlerverein. Unter dem Vorwand, für Sicherheit sorgen zu wollen, hatte man ihm nun seine Waffe abgenommen. Er könne sie ja abholen, wenn er die Con wieder verließe, hatten sie gesagt. Cloud war genervt. Jede Diskussion war zwecklos gewesen und so hat er zumindest für den Moment aufgegeben. Er brauchte einen Plan. »Cloud, da bist du ja!« »Jesse?« Die Person, die ihn angesprochen hatte, wirkte vertraut, aber sie klang verändert. »Ich dachte schon, du kommst nie. Du bist gleich dran.« Sie übergab ihm ein kleines Papierkärtchen und schob ihn weiter ins Innere des Gebäudes, bis sie in einen großen Saal erreichten. Schließlich schubste Jesse ihn in den Backstage-Bereich der Bühne. Ehe Cloud sie fragen konnte, was das alles sollte, klopfte sie ihm auf die Schulter und verabschiedete sich mit einem Grinsen von ihm. Im nächsten Moment winkte einer der T-Shirt-Träger Cloud auf die Bühne. Und ein Scheinwerfer wurde auf ihn gelegt. Cloud kniff die Augen zusammen. Unser nächster Teilnehmer cosplayt Cloud Strife aus Final Fantasy VII. Applaus für Cloud! Tosender Applaus ging durch die Menge. Der Moderator, ein langhaariger Mann in einer Dienstmädchenuniform, klatschte in die Hände und Musik wurde abgespielt. Dieses Szenario kam Cloud deutlich zu bekannt vor. Erst vor wenigen Tagen hatte er sich im Honeybee Inn blamieren müssen. Nochmal würde er nicht tanzen. Er ballte die Fäuste und wandte sich zum Gehen. »Los, Cloud, gib alles!« Aerith saß im Publikum und feuerte ihn an.
Sein Blick traf ihren. Er seufzte tief. Dann würde er eben tun, was diese bunten Terroristen verlangten. Nicht, dass es ihm Spaß machen würde. Zunehmend ließ Cloud sich auf die Atmosphäre ein. Sein Körper folgte dem Klang der Musik. Schließlich endete der Tanz in einer fulminanten Abschlusspose. Die Besucher standen auf, klatschten und jubelten begeistert. Cloud musste zugeben, dass es ein gutes Gefühl war. Der Moderator kam auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Danke, Cloud. Das war großartig. Und nun bitte ich alle Teilnehmer noch einmal auf die Bühne. Es ist Zeit für das Abschlussevent. Ehe Cloud auch nur irgendetwas hinterfragen konnte, tauchten nach und nach andere bunt gekleidete Menschen neben ihm und dem Moderator auf. Als alle versammelt waren, ergriff der Moderator erneut das Mikrofon und begann zu singen. Es war eine Hymne auf die Veranstaltung und ihre Besucher. Cloud sah fasziniert zu, wie alle im Saal nach und nach mit einstimmten. Es war magisch, wie aus dem Tanzwettbewerb plötzlich ein gigantischer Chor wurde. Die Atmosphäre überwältigte ihn. Und ein Gefühl von Gemeinschaft erfüllte ihn wie nie zuvor. Ein Ort höchster Glückseligkeit. War dies das verheißene Land? Es war sicherlich nicht Kalm und wahrscheinlich war er nicht mal mehr auf Gaia. Aber in diesem Moment spürte Cloud, dass er angekommen war. Ein Lächeln schlich auf seine Lippen. Wo immer er war, ein wenig länger konnte er ruhig bleiben. Sasuke Uchihas kurzer Einblick von der Kunichi 2009. Sasuke erwachte mit einem Schlag, als ein schriller Schrei ertönte. Er hielt sich den Kopf, schloss die Augen aufgrund der Helligkeit aber schnell wieder. Was war passiert? Er war im Kampf geblieben. Orochimaru hatte ihn angegriffen. Ein grüner Nebel hatte ihn umhüllt. Dann wusste es nicht mehr. Langsam versuchte er, die Augen wieder zu öffnen. Orochimaru könnte jeden Moment wieder angreifen. Oder Kabuto. Noch etwas wackelig kam er auf die Füße. Doch Orochimaru war nirgendwo zu sehen. Überhaupt hatte er keine Ahnung, wo er war. Was war das für ein Ort? Es war bunt, es war laut, es war hektisch. In der Ferne dachte er, einige Genin zu erkennen. Waren sie auf einem Einsatz? Noch bevor er sich entschließen konnte, ihnen zu folgen, hörte er eine laute, hohe Stimme hinter sich brüllen. Sasuke! Noch nie hatte er seinen Namen so komisch ausgesprochen gehört. Die Betonung penetrant auf dem U. Sasuke drehte sich um, doch was er sah, verwirrte ihn nur noch mehr. Eine Gestalt, die aussah wie Naruto, doch mit viel grelleren, neongelben Haaren, mit weißen geschlossenen Schuhen und einem Schild auf seinem Anzug mit der Aufschrift Rehak? Naruto-kun? Was? Doch weiter kam er nicht, denn die Gestalt drückte ihn eine solche Umarmung, dass er dachte, seine Rippen würden brechen. Sasuke! Die Betonung wieder auf dem O. Dein Cosplay ist ja so mega, wei! Wo hast du die Wig her? Oh, du hast sogar ein total hochwertiges Kunai! OMG, bist du auch gleich beim Fantreffen im Park? Fan... was? Sasuke verstand nur jedes zweite Wort von diesem Naruto. Vielleicht war es ein misslungener Schattendoppelgänger. Ich muss zurück. Der Kampf gegen Orochimaru. Konoha braucht mich. Ich, stammelte er. Doch sein Gegenüber unterbrach ihn ab. Boah, bist du in Character. Ein Orochimaru wird auch dabei sein. Komm mit. Doch bevor Sasuke etwas erwidern konnte, wurde er einfach mitgerissen. Okay. Wenn diese Person ihn zu seinen Feinden bringen konnte, warum nicht? Er nutzte die Zeit, um sich weiter umzusehen. Zwischen zwei Masten war ein Banner gespannt, mit der Aufschrift Konichi 2009. Vielleicht waren sie auf irgendeine magische Weise nach Konichi-Gakure gelangt? Sie gingen eine Straße entlang hin zu einer Treppe und waren anschließend auf einer kleinen Grünfläche. Was er nun sah, war das bizarrste Bild, das er je gesehen hatte. Mitten auf der Wiese saß Orochimaru auf einer Decke und aß Muffins. Neben ihm scheinbar ein weiterer Naruto-Schattendoppelgänger. Er hatte eine etwas zu große Oberweite für den echten Naruto. Shikamaru mit offenen Haaren? Zwei Hakus? Gaara? Eine sexy no Jutsu-Version von Kakashi? Und? Sasukes Herz begann schneller zu schlagen.
Drüben auf der anderen Seite der Gruppe sah er jemanden, den er seit langem schon nicht mehr gesehen hat. Jemanden, von dem er nicht erwartete, ihn in nächster Zeit überhaupt wieder. Itachi? Sofort war der Kampf gegen Orochimaru nebensächlich geworden. Wut durchfloss seinen Körper. Seine Ohren rauschten. Seine Hände begannen zu zittern. Er wollte ihn angreifen, wollte ihm Mörder entgegenschreien. Verräter! Lügner! Doch überall im Park waren Mitglieder von Akatsuki. Er würde haushoch in der Unterzahl sein. Mit größter Mühe hielt er sich zurück. Itachi lächelte ihn an, sagte aber, dass ihn nur noch wütender machte. Alter, dein Cosplay ist ja der Wahnsinn! Gekauft oder selbst gemacht? Kann ich später Fotos von dir machen? Einer der Hackos hob seine Kamera. Wieso lebt er überhaupt wieder? Darüber hinaus ergab es überhaupt keinen Sinn, was er da redete. Sasuke war sich mittlerweile sicher, dass ein mieser Zauber mit seinem Verstand spielt. Au ja! Meldete sich der erste Naruto wieder. Wir machen Pairing-Bilder! Da hinten in den Blumen ist die perfekte Location dafür. Ich darf sie doch dann auf Animex hochladen, oder? Jemand nahm sein Handgelenk und als er sich umdrehte, blickte er in Sakuras Gesicht. Im Gegensatz zu den anderen sah diese Sakura tatsächlich genauso aus wie immer. Komm mit! Flüsterte sie ihm zu. Sasuke befreite sich aus dem Klammergriff von Doppelgänger Naruto und folgte ihr in Richtung eines Gebäudes. Sakura, was ist hier los? Wo sind wir? Warum verhalten sich alle so eigenartig? Hygienin drehte sich zu ihm um und flüsterte weiterhin. Parallelwelt! Vermutlich ein Trick. Ich weiß nicht wie. Dieser Ort ist scheinbar stark mit unserer Welt verbunden. Hier! Sie reichte ihm eine pinke Karte, auf der ein rothaariges Mädchen. Damit kommen wir ins Gebäude. Dort gibt es einen Weg zurück in unsere Welt. Ich spüre es. Versteck dein Kunai. Waffen sind dort nicht erlaubt. Sie zeigten das Kärtchen einer Person, die groß Helfer auf ihrem Shirt stehen hatte, während Sasuke sein Kunai unauffällig in seinen Ärmel gleiten ließ. Hey, mega Cosplays! Macht ihr beim Cosplay-Wettbewerb mit? Sasuke hatte wieder mal keine Ahnung, was das heißen sollte. Sakura bedankte sich höflich und sagte, sie werden es sich überlegen. Sie gingen durch mehrere Gänge und Räume. Aus dem Augenwinkel dachte Sasuke auf einem Verkaufstisch ein Heft von ihm und Kakashi in einer etwas obszönen Geste auf dem Cover zu sehen, kam dann aber zu dem Entschluss, es sich wahrscheinlich eingebildet zu haben. Sakura blieb immer wieder stehen, schloss die Augen und versuchte, den richtigen Weg auszumachen. Nach kurzer Zeit erreichten sie einen kleinen Raum mit der Aufschrift Manga-Bibliothek. Der Raum war leer. Hier ist es! Warte kurz! Sakura zog ein Naruto-Buch aus dem Regal. Noch bevor er sich fragen konnte, warum ein Buch nach seinem Erzfeind benannt war, hüllte ein grüner Nebel die beiden ein. Mach dich bereit! Wir sollten gleich wieder im Kampf sein! Sasuke griff sein Kunai. Einen letzten Blick warf er noch durch das Fenster, sah die farbenfrohen Kleidungen der Menschen, hörte das Lachen aus dem Flur, dachte an die glücklichen Gesichter der Gestalten im Park, an Itachis Lächeln. Was auch immer das hier für eine Welt war, die Menschen wirkten unbekümmert und sorgten. Er hoffte, dies eines Tages auch für die Menschen in Konoha erreichen zu können. Der Nebel leuchtete auf und die Ninja waren verschwunden.